Hallo liebe Zuschauer, die Tanja und ich befinden uns heute wieder mal im Kaufhof oben drin, im Galeria-Restaurant. Heute gibt es bei mir und zwar eine Kohlroulade mit Specksoße und Kartoffelstampf. So sieht das Ganze aus von oben. Hier nochmal von der Seite. Andere Seite sieht das richtig aus. Auf der Kohlroulade selber, da sind noch Speckstreifen drauf. Und die Specksoße ist auch sehr reichlich. Also ich hatte etwas Probleme, die hier zum Platz zu bringen. Ich musste etwas langsamer laufen. Tanja sagt kurz Hallo. Hallo. Sie isst heute wieder ein schönes Schweineschnitzel mit Pommes und Champignonsoße. Guten Appetit, mein Schatz. Lass dir schmecken. So, Leute, jetzt geht's los. Ich hoffe, ihr könnt das Essen sehen. Das CD kann man etwas spezieller einstellen. Aber es ist nicht ganz so einfach, weil die Position ist ein bisschen schwierig. Das ist aber noch ein bisschen besser zu machen. Das ist schon mal. So, hier könnt ihr es sehen. Kohlroulade. Das erste Mal Kartoffelbrei, Kartoffelstampf. Mal probieren. So ist es auch sehr lecker. So, jetzt habe ich die Kohlroulade anschauen. Gute Füllung drin mit Hackfleisch. Erstmal eine Abwechslung, mal eine Kohlroulade jetzt essen. Hätte auch wieder Bratwurst nehmen können mit Kohlrabi oder Kartoffelstampf oder eben das beide, also Kartoffelstampf und eben Kohlrabi als Beilage. Oder Frikadelle im Angebot. So, die Kohlroulade sind sie angeboten. Das ist mal einfach eine Abwechslung. Ist auch ganz gut, wenn man dann richtig mal gerade auch fürs Video mal was anderes präsentieren kann. Früher war es immer so, da hat es ja von meiner Mutter oft Essen unter der Woche, also auf der Arbeit. Und ja, der hat trotzdem mal gesagt, ich soll abnehmen. Ne? Also war es immer nicht so jetzt fühlig wie jetzt, also ich nehme ja schon wieder auf die Straße, das dauert halt noch. Aber als ich ins Essen ging, da hat sie immer gesagt, ja, hat es geschmeckt nach einem Teller? Ich so, ja doch, sehr gut. Oh, kannst du ruhig noch annehmen. Also nimmst du noch einen und dann, wenn du den auch noch fertig hast, dann sagst du, das ist ganz anders. Da war Vater das genauso. Und dann habe ich natürlich danach kaum abgenommen. Also. Und die haben natürlich super gekocht. Also der Vater war der Mutter. Richtig. Wir selbst so kennen Schmangel. Die haben es halt gekonnt. Ne? Und wenn du als Mann, da tust du ja zu Hause normalerweise nicht selber einen Kartoffelstampf machen, also Kartoffelbrei. Oder du machst vielleicht mit Pulver von Pfanne, ja, Milchnei und rührst es an, aber welcher Mann könnte heutzutage sich hinstellen und macht Kartoffelstampf, ne? Also, obwohl es eigentlich was Leckeres ist. Ich meine, deutsche Kultur, aber das gibt es kaum. Also, in der Frau zu ertragen gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr so. Also, es hat sich im Laufe der Jahre geändert. Es ist halt der Wandel. Aber das heißt deswegen nicht, dass die Frauen jetzt oder die Männer jetzt einfach gar nicht mehr selber was machen zu Hause. Ne? Da wird halt vielleicht Sushi angerichtet. Oder halt Spaghetti Bolognese, der Klassiker, den kennst du ja. Ne?
Wir haben selber Pizza einfach reingeschoben, egal ob fertig oder selber gemacht. Das kriegt man noch hin. Aber wie gesagt, so richtige deutsche Kulturessen, das hörst du immer weniger, dass das gemacht wird. Ne? Deswegen, wenn jetzt mal sagt, er macht eine Kohlrouladen, ist vielleicht 20 Jahre alt, also unbeschwert. Ne? Also, so, wenn du 60, 70 bist, da machst du das immer noch. Das ist ja Tradition quasi. Ne? Schweinebauch mit Klöße, Blauger, das kann man zum Teil selber machen, die Klöße und das Blauger, also ist ja meistens schon abgepackt und auch fertig mit dem Mittelbaukraut. Und das Fleisch, das habe ich ja schon erwähnt bei einem anderen Video, man kauft da halt mal einen guten Metzger, aber es wird braucht, wie gesagt, Schweinebraten oder Sauerbraten, wie auch immer, ja, welchen Braten ihr wollt. Man muss nicht komplett putzen, weil wenn man, wie gesagt, wirklich weiß, bei dem Metzger, wo man es eben holt, da schmeckt es auch, dann ist es sinnvoller, als wenn man selber sich dafür ausgabt und dann vielleicht das Fleisch gewürzt, dass es dann gar nicht schmeckt. Ihr kennt jetzt bestimmt das Problem auch mit Spätzle. Wenn man selber Spätzle macht, also wenn man genau die Zutaten, die Menge alles einhält, heißt es ja immer, es würde funktionieren, aber selbst da geht auch mal irgendwas schief. Aber ich muss sagen, selbstgemachte Spätzle schmeckt natürlich ein bisschen so. Aber das passt jetzt nicht hier zum Thema, sondern wir sind hier bei der Kohlroulade. Ist jetzt schön, dass die mal hier so im Angebot ist. Ich versuche natürlich immer etwas Abwechslung reinzubringen, gerade was ich eben esse. Prost, soll ja nicht immer das gleiche Gericht sein, vor allem wenn ich hier in der Kaufhofgalerie bin. Sollte ich natürlich auch mal abwechseln. Aber klar, es muss man halt auch schmecken. Das ist nicht nur fürs Video. Muss man schmecken, das ist wichtig. Weil ihr würdet das merken, wenn ich irgendwas esse, nur für die Kamera, für das Video. Nee, also es ist jetzt trotzdem gut Flug für euch. Nee, weil ist die Kohlroulade groß genug. Kostet natürlich etwas mehr, also diese 10,95 ist jetzt, wie gesagt, bei der Fränkischen Theke, sondern es wäre gut, wenn es halt auch bei der Fränkischen geben würde, sowas. Ne? Also wie gesagt, Kartoffelstampf dabei ist dabei, Soße ist dabei. Aber ich habe mich jetzt einmal für die Kohlroulade entschieden. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gegessen. Und wie gesagt, selber daheim macht man es halt kaum. Also auch wenn es so gut schmeckt. Meistens so, in Polen ist es so, dass man das öfters macht, aber auch in Russland für Krautwickel. In manchen Ländern ist es auf jeden Fall immer noch eine große Tradition, das auf jeden Fall öfters mal zu machen. Mich würde halt interessieren, ist es so in Europa, sagen wir mal in Spanien, werden da auch traditionelle Tapas oder spezielle Sachen wie Paella komplett frisch selber gemacht oder einfach mal gefroren gekauft und dann in die Pfanne reingeknallt. Oder kochen auch die jungen Leute ihr Essen nochmal frisch selber, ja. Aber es ist klar, man hat Hektik, man hat einen Job, man ist gestresst, nach der Abend kommt man heim. Ja, dann machst du halt einfach mal was Einfaches, ne? Oder greifst halt einfach mal ins Tiefkühlfach. Und es schmeckt ja trotzdem auch manchmal gut, also wenn man weiß, welche Tiefkühlgerichte schmecken gut,
dann kaufe ich die und habe mal Spaß dran und das schmeckt auch. Ja. Nicht alles, was tiefgekühlt ist, schmeckt nicht. Also, Gemüse heißt ja sowieso, das wisst ihr alle. Wenn es frisch nach Ernten eingefroren wird, schmeckt es. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser schmeckt oder schlechter, aber die Vitamine bleiben auf jeden Fall in dem Gemüse drin, weil es ja eben dann frisch gekostet eingefroren wird. Und halt erhält. Da werden die Vitamine erhalten, das wisst ihr. Und laut Studie, der eben, wenn man es direkt pflückt und dann fallen darf in der Klappmacherbach oder wie auch immer, dann essen würde, wären die Vitamine einfach nicht so drin, als die Zapfenkronen. Also, wenn es einen Tag rum ist oder so, ne? Wie zum Beispiel Karotten oder. Ich sehe jetzt meinen Teller nicht so gut da, ja. Aber ich habe jetzt keine andere Möglichkeit hier. Der Tisch ist zu kurz. Und ich konnte wirklich alles da positionieren. Extra das Größe genommen. Ist aber leider immer gekippt. Aber ich sage, es geht wahrscheinlich nicht nur allein ums Essen, auch um die Haltung. Und dass man eben über das Essen eben redet. Schreibt mir in die Kommentare auch gerne wieder rein, was ihr zu dem Thema sagt, Kohle oder ob es von euch ein paar gibt, die sie immer noch selber machen. Und ihr müsst ja Alter nicht reinschreiben, aber schreibt mal hin, ist halt etwas älter, ist halt etwas jünger so und der Art halt so. Das mal weiß, gibt es auch diese junge Generation, die noch kulturgerecht deutsch kocht. Oder seid ihr auch, so wie ich zum Teil, da muss ich zugeben, Döner, McDonalds, Hamburger, Pommes, Fraktion, weil wir schnell ne, zum Fastfoodladen. Hat sich aber bei mir auch reduziert. Auch diese Pepsi ist Pepsi Zero. Manche sagen, Pepsi Zero wäre jetzt nicht so gut wie Cola Light, also zusätzlich gesehen. Beides ist natürlich jetzt gar nicht anders für Leute gut, wo halt solche zuckerlosen Getränke eigentlich zu sich nehmen sollten. Ja, mein Arzt hat auch mir geraten, Cola Light zu trinken statt Zero. Warum weiß ich nicht. Und dann habe ich gefragt bei Orangensaft, wie es damit aussieht, weil da ist eben auch viel Fruchtzucker drin oder ne, also kann auch mit Fruchtfleisch oder ohne. Dann hat er gesagt, ja eigentlich auch nicht so. Also ich sage mal nur wegen Vitamine halt, dass man fit bleibt, gesund bleibt. Gehe ich das auch in der Sauna auf und trinke ich öfters mal ein Glas Orangensaft. Nicht jetzt jeden Tag oder so. Im Urlaub, wenn ich bin, sowieso. Also, Frühstück bietet sich so an. Trinken wir mal okay, zwei, drei kleine Käse. Weil ich bin aber der Meinung, nur jetzt durch Gemüse so viele Vitamine zu sich zu nehmen, dass man immer fit bleibt, gesund bleibt. Da merke ich bei mir, das würde bei mir nicht klappen. Deswegen, wenn ich merke, es geht schon nicht so gut, erkältungstechnisch, dann trinke ich halt wirklich mal auch ein größeres Glas von einer Flasche. Also ich hatte ja leichte Zuckerwerte, das habe ich euch ja schon mal berichtet. Ja, die sind jetzt wirklich ziemlich zurückgegangen. Also ich stehe jetzt gerade sehr gut auf 120. Und ich denke, das wird auch so bleiben, weil vor allem auch getränketechnisch war immer ein Problem bei mir, dass ich halt immer Wähler getrunken habe. Spezi, also richtig halt, ne? Kann ich sehen oder so. Das ist ja mit der Pepsi Zero. Ja. So, ich bin erstmal fertig mit Essen. Ich hoffe, ich habe ungefähr diese 17, 18 Minuten, wenn ich das jetzt so lange, jetzt sind wir 15 Minuten.
Film Foodvlog hat euch gefallen. Ich habe mir natürlich wieder Mühe gegeben, euch zu unterhalten. Ich hoffe, es ist ein richtiger Foodvlog für euch. Also, die Kamera noch ein paar Mal hierher tun. Wir können ja. Ich habe ja am Anfang wenig mal die Kölnerin gezeigt. Die Bogenstamm kann jeder. Und ja, was soll ich jetzt noch so zeigen? Ich meine, so kennt er mich ja wie die normalerweise auch mit Foodvlogs. Aber ich wollte es einfach mal so machen, dass ihr mich auch gut sehen könnt. Und im Bild bin, euch direkt anschauen kann. Ich merke jetzt auch selber mit dieser Spielerei zwischen Kamera und mir, dass die Augen euch direkt angucken, das klappt jetzt diesmal, also sehe ich jetzt selber, das kann ich auch. Wenn ich nach rechts gucke oder links, dann würde ich mich direkt anschauen. Und so sehe ich jetzt nicht, dass ich auf jeden Fall, also, dass ihr mich seht, wie ich euch auch direkt angucke. Also, das ist auch mal was Gutes, oder? Also, dass man nicht irgendwie an der Luft guckt oder rechts, links oder kurz dahin. Und so spreche ich ja zu euch. Ich meine ja euch, ich kenne euch. Ihr schreibt was in die Kommentare rein und dann seht ihr mich so. Also es ist auch so, dass ich langsam gesehen. Okay, also was kurz. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich, liked mich, teilt mich. Wie gesagt, mein Name ist Johannes Pontiac, den ich nicht kenne. Meine Zuschauer, herzlich willkommen. Und wie gesagt, bei mir gibt es halt alles. Also ich bin so ein Multi-Arounder, YouTuber oder Influencer, kann man vielleicht auch schon so leicht sagen. Ja. Ist ja nur Hobby bei mir, ich verdiene kein Geld damit. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ihr seht, die Mühe ist immer noch da, steckt was dahinter, wie ich es mache. Und dass wir da immer schon immer wieder neue Sachen einfallen, dass euch auch die Videos weiter gut finden. Und wie gesagt, ich vergesse euch nicht, der eine möchte gern das, der andere das. Ich versuche halt alle Genres oder Genres zu bedienen, viele Themen anzusprechen, vielleicht auch mal leicht politisch zu sein, aber natürlich nicht zu stark, weil es ist nicht mehr so ganz so erlaubt, dass man so komplett die ganze Meinung sagt, wo man was nicht so denkt. Ist leider so, weil es gibt ein paar YouTuber, die mussten oder hätten fast ihren Kanal schließen müssen, wenn ihr keinen Namen, wenn sie sich nicht an die Richtlinie gehalten hätten. Und ich versuche mich auch immer an die Richtlinie zu halten, also soweit es geht. Und, ja, es geht nicht anders. Man möchte dabei bleiben. Wie gesagt, ich verdiene Geld damit, ich bin Hobby. Das habe ich euch ja dort gesagt. Und mir macht es auch trotzdem mal den Spaß. Das merkt ihr bestimmt auch. Aber ich bin nicht selbstverliebt, gell? Also nicht, dass es falsch versteht. Ich schreibe gerne mit euch hin und her. Ich mache jetzt auch die Kommentare wieder öfters auf. Erstmal muss diese leider Professeur etwas kurzzeitig nicht schließen, aber überprüfen halt eben. Auf streng machen. Als ich quasi selber sehe, sind die brutal, okay, kann man sie zeigen oder nicht. Und kann sie schon mal aufmachen, aber wenn halt mal was ist, ne, erstmal. Problem ist halt, wenn ich es halt schließe und auf selbst überprüfen, kann ich euch zurückschreiben, kann es euer Kommentar freigeben, wenn alles okay ist, dass da alles passt. Das, normalerweise gibt es ja kaum Beleidigungen, aber es gibt es halt immer wieder mal. Aber wenn ich es natürlich aufmache, ist besser, dann könnt ihr, so war es ja letztes Mal so, gegeneinander. Miteinander schreiben und eure Meinung austauschen. Und normalerweise mache ich es auch gern. Aber wie gesagt, in der letzten Friseur nicht so gut gelaufen. Also mir das hat echt nicht ganz so gut gefallen, wie das da so abgelaufen ist. Aber die meisten haben sich ja nicht korrekt verhalten. Ich habe dazu gehalten. Und ich glaube trotzdem, dass es halt nicht mehr so extrem war. Weil wie gesagt, meine Frisur ist doch wirklich nicht so schlecht. Schaut her, wo habe ich hier eine schlechte Frisur? Oder es ist nicht schön, wenn man da irgendwie kritisiert wird, finde ich jetzt. Ne? Also, man versucht natürlich sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ne? Das ist dann wirklich sauber, so geht er rein. Ziehen da die Haare rechts und links. Von Anfang an bis 2-3 Wochen. Immer noch Kerzen, gerade alles gerade, genau. Da wächst irgendwie nichts irgendwie in die falsche Richtung. Oder? Deswegen, das kann ich selber gar nicht so selber schneiden. Selbst auch da oben kann man Fehler machen, wenn man selber sich schneiden würde. Das klappt nie so gut wie Professor. Also, bin ich jetzt der Meinung. Ne? Es sei denn, man ist ein Natur-Allround-Talent und kann das immer selber. Und ich bin der Meinung, das soll sich Fachmann machen lassen. Kilo. Machen Sinn. Rede oder kurz Rede oder Sinn. Bis bald, euer Respondent. Ciao. 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 So.